So, Freunde, und da sind wir auch wieder zurück hier bei Gothic 1. Ich habe die Gamma noch mal ein wenig höher gestellt, denn mir ist beim Rendern durchaus aufgefallen, dass das noch ein bisschen dunkel war. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird. So, wir befinden uns im Schläfer des Tempels, genau, das meine ich, im Tempel des Schläfers. Hier hinten ein paar nette Gesellen, an die wir nicht rankommen. Und die auch an uns nicht drankommen, so wirklich. Und hier haben wir irgendeinen Dämon scheinbar. Das müsste ein Dämon sein, das, was hier für eine Statue ist. Symbole, deren Aussagekraft ich nicht ganz interpretieren kann. Feuer, Elektro und Psycho. Aber vielleicht sind wir auch nicht bei Pokémon, das weiß ich gerade nicht so genau. Und was wir hier gerade so ein bisschen gehört haben. Na, kommt's nochmal? Ich weiß, ob das gehört. Das sind auf jeden Fall unsere wunderschönen Insektenfreunde. Da. Schön, oder? Schön, oder? Das sind definitiv Minecrawler und auf die werden wir auch noch treffen hier im Tempel. Aber hier ist zu. Okay. Vielleicht merkt man mir an, dass ich gerade. Oh, schön, Tränke. Schicke Geräte. Man merkt mir ziemlich sicher an, dass ich gerade den Plan schlechthin habe, was zu tun ist. Och, Schmetterschlag. Och, naja. Wir haben was Besseres gefunden, auch hier. Ah, was macht das? Nimmt man natürlich mit, ne? Haben wir hier irgendwann Tränke? Nee. Das ist bei mir echt schon ziemlich arg hell, muss ich ja mal sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Und ich glaube auch hier draußen war nicht das, was ich suche. Hier ging es ja nicht runter, ne? Das hatten wir schon geguckt. Ja. Dum-dum-dum-dum. Jetzt müsste ich eigentlich hier irgendwo weitergehen. Ich denke, was da einfach irgendwo ein Schalter ist und ich den gerade nicht sehe, weil ich mich extrem blöd anstelle wahrscheinlich. Aber das kennt man ja auch irgendwo her. Ah, Schalter. Sehr schön. Und der Mechanismus würde mich interessieren, wie das geht, aber Schalter können ja Steine besetzen. Das ist zur Hölle. Okay, jetzt schon mal ein Skelett. Aua, von hinten auch. Sehr schön. So. Oder sind sie erstmal eingesperrt? Sehr schön. Und da lebt noch irgend... Also... Lebt, in Anführungszeichen, noch irgendwas. Eine Spruchrolle, okay. War es irgendein Teleport? Ich weiß es gerade nicht. Doch, unter Schriftstücke sein. Ne, unter Magie. Unter Magie. Haben wir hier einen Blitz. Bom, bom, bom. Nö, nichts Besonderes. Auf jeden Fall haben wir noch einen Schalter. Ich glaube, eine davon war eine Falle. Oder muss, man musste beide drücken oder in der richtigen Reihenfolge? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ach, scheinbar muss man beide drücken. Damit sich hier das eine oder andere öffnet. Jetzt gehen hier beide Tore wieder auf. Okay. Und es fallen Blätter von der Decke. Man kennt es. Na komm. Wer nicht angreifen will, ne? Okay, ja. Ihr erinnert euch noch, was ich gesagt habe, Feuer, Elektro und Psycho? Ich hoffe, es war Feuer, Elektro, Psycho. Denn wir haben ja draußen gesehen, diese dreifarbigen Symbole standen in einer ganz bestimmten Reihenfolge, nämlich Rot, Gelb, Violett. Und wir betätigen sie natürlich auch in der richtigen Reihenfolge. Weil es das einzig Logische ist. Das hat man sich auch sicherlich auch gedacht, als man diesen Tempel gebaut hat. Mensch, das muss in der richtigen farblichen Reihenfolge. Das hält auch ein paar tausend Jahre mit der Farbe. Das ist gar kein Thema. Aber in der Rollenspielwelt macht sowas Sinn. Und wir haben es richtig gesehen.
Und es öffnen sich die Tore, von denen wir eben noch vorstanden. Und auch dieses untere Tor. Und wir werden zuerst nach da unten gehen, glaube ich. Da sehen wir auch, kommen schon die Minecrawler raus. Ich schätze mal, wir gehen zuerst nach da unten. Einfach vom Gefühl her. Und weil es näher dran ist. So, und ich genehmige mir einen Schluck Kaffee. Ein Getränk der Götter. So, schauen wir doch mal. Eben wir hier noch einen Minecrawler. Wir haben jetzt rostige Schwerter. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Und jetzt auch schon ein bisschen dunkler. Und jetzt der Minecrawler. Und es ist ein Tempelcrawler. Oder Tempel-Minecrawler. Wie er hier heißt. Die sind noch ein bisschen stärker als die Minecrawler-Warrior in der freien Mine. Hier wird es noch ein bisschen arg dunkel. Haben wir Fackeln? Fackel, Fackel, Fackel. Da fackeln wir nicht lang. Ach, ich weiß nicht, ob ich davon eine verschwenden möchte. Sind nur noch so wenige. Nee, Quatsch, man braucht sie ja eigentlich nicht im Spiel. Bah. Wenn ich mir vorstelle, hier müsste ich echt lang laufen. Eklig, eklig, eklig. Der Minecrawler. Der sich beharrlich weigert zu sterben. Danke sehr. So. Und Blutschneide. Haben wir hier eine weitere Waffe. Also, was das Gedöns hier betrifft, an Tränken und an Waffen, man bekommt hier doch einiges. Blutschneide ist aber auch nicht so gut wie unser Rachestahl. Okay. Hatte ich auch nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte, das wäre besser gewesen. Und ich glaube, dieser Weg hier war richtig und unschön. Jop. Seht ihr das Viech? Es freut uns an, aber nein. Ein Tempelwächter, ein untoter Ork. Wir haben ja schon davon gehört, das ist einer der ehemaligen... Boah, fuck. Einer der ehemaligen Arbeiter hier im Tempel. Und die hauen richtig rein. Wir werden noch einige davon treffen. Aber so feiert man gebührlich seinen Sieg über diese Viecher. Ich glaube, das war der richtige Weg. Hier gehe ich noch nicht lang. Auch so eine Logik, die im echten Leben nicht unbedingt anwendbar ist. Hier ist richtig, hier gehe ich nicht lang. Aber hier sieht das auch irgendwie aus, als... Was ist denn hier? Wo bin ich denn? Ah, das ist die andere Seite von dem Tor, das hier hinten geöffnet hat. Okay. So, wir speichern mal sicherheitshalber. Man weiß ja nie, was kommt, ne? Also in dem Fall weiß man schon genau, man weiß halt nicht, wie der Kampf läuft. Eieieiei, nicht umzingeln lassen, nicht umzingeln lassen. Ja, und bitte, glitsch dich fest. Eieiei. Wir gehen hier hinten in die Ecke und hoffen, dass dann nur Gegner von vorne bekommen. Niemand in den Rücken fällt. Was eigentlich auch meistens ganz gut klappt. Ah! Das Festiglitsche, ne? Das nervt ja schon ein bisschen. So. Ah, so. Schon besser. Und der Kriegsfürst natürlich. Er beteiligt sich nicht am Geschnetzel und wartet erstmal in der Hinterhand darauf, dass er... Wartet darauf, dass ihn irgendwann mal jemand trifft. Ah, Kampfmechanik in den alten Spielen, ne? Die ist teilweise wirklich... Also das Kampfsystem an sich, ich mag es sehr gerne in diesem Spiel, aber... Aber ihr seht es selbst, dass manche Gegner so beharrlich weigern, getroffen zu werden. Schaden, der da teilweise rausgeht. Das ist unschön, unschön, unschön. Da werden wir noch unseren Spaß haben. Das kann ich euch versprechen. Ist das hier auch da, wo ich das dachte, dass wir sind? Da hinten ist einer der Magier. Die lassen wir auch erstmal Magier sein. Ja, und hier ist das. Glaube ich. Also mein Orientierungssinn, ja doch, ja. Der ist eigentlich zum in der Pfeife rauchen, aber hier diese Tür, diese Tor... Dieses Tor, beziehungsweise diese Tore,
die haben sich eben geöffnet. Mit dem unterirdischen Gang da unten. Hatte ich auch nicht mehr so im Kopf. Ich dachte, wir kommen an eine andere Stelle raus. Aber nun gut. Den Magier, den hauen wir auch mal schnell weg. So. So, 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 so. Und da hören wir wieder die Minecrawler. Ansatzweise bedrohlich im Hintergrund. Ich sag ansatzweise, weil... Naja, wirklich gefährlich sind Minecrawler. Ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel eigentlich nicht mehr. Und den Zeitpunkt haben wir auch schon länger überschritten. Und da hinten haben wir noch einen der Tempelwächter. Schauen wir, was passiert, wenn wir den Schalter drücken. Na, komm her. Komm. Er hat seine Waffe gezogen. Na, komm. So. Ich glaube, es gab noch Elite-Tempelwächter, also so richtig ekelhafte Viecher. Allgemein die ganzen Untoten hier. Ich bin kein großer Freund von Untoten, das muss man einfach sagen. Also nicht von der Band Untoten, falls ihr einer kennt, aber die ist auch nicht so wirklich pralle. Also Untote allgemein. Nicht meins, nicht meins. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die hier drücke. Hier haben wir ein Symbol. Schwarzer Punkt, heller Hintergrund und hier... Dunkler Hintergrund, schwarzer Punkt. Ich bin mir nicht sicher, was die bedeuten. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Das hier ist das... Ja, wir drehen einfach mal einen von beiden. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, einer ist eine Falle. Und einer ist richtig. Also der zumindest war richtig. Ah ja, denken sich ja auch... Dinge herab, dort unten öffnet sich auch was. Das ist zum Glück alles gar nicht laut. Und es erklingt einfach. Einfach so. Naja, warum nicht? Schauen, kommt man da schon hoch? Ich glaube ja. Eine der seltenen Jump'n'Run-Einlagen in diesem Spiel. Oh Gott, ich hasse es. Ich finde es gut, dass davon bei der Mechanik, die wir hier im Spiel haben, nicht mehr eingefügt wurden. Das Spiel eignet sich halt einfach faktisch nicht für Jump'n'Run. Och ja, bitte. Oh Gott, das... Der Witz an der Sache ist der, das Ganze ist wesentlich einfacher, wenn man nicht die Akrobatikfähigkeit hat. Boah. So, komm, 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 komm. Ja. Man wünscht sich so eine Lara Croft-mäßige Gigant an den Rand-Funktion. Boah. Himmel. So, ah, komm, hopp. Und noch ein weiterer untoter Ork. Erlösen wir die ganzen noch einfach mal. So. Und hier sehen wir es. Zwei Menschen, Orks, was auch immer, schießen einen Pfeil ab und... Also schießen einen Pfeil ab auf ein Ziel und hier... wird irgendeine Mumie aufgespießt, scheinbar. Das ist meine Fachmensch-Interpretation des Ganzen. Bekommen wir gar keinen Bogen geschenkt dafür die Aufgabe? Hm. Naja, wir gehen erstmal in den anderen Gang. Hier, irgendwelches leuchtendes Zeug. Ah, so. Und kleinen Moment, Leute. Aber ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Wir sehen uns.